Leute, was geht ab? Zocki am Start und wir machen hier mal weiter heute mit Eurofishing. Sorry, keine Ahnung, ich habe es mal in einem Video gesehen, wo einer Euro irgendwie so anders ausspricht, aber keine Ahnung. Ich sag's einfach Euro, sagt man ja auch so, ne? Im Deutschen Eurofishing, dann so ein bisschen gemixt oder Eurofischen, wenn man es auf Deutsch würde sagen. Ich fange jetzt hier mal an mit Pirschen. Da kriegen wir 300. Das wären dann insgesamt noch 900. Das wäre nämlich cool. Da können wir uns im Angelladen noch ein bisschen was kaufen. Weil ich will unbedingt, wenn hier die Akademie abgeschlossen ist, möchte ich unbedingt mal einen Karpfen rausholen. Oder ein Flusswels mal. Aber Flusswelse sind ja, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Da muss man bestimmt andere Montagen dran machen. Da sind wir wieder. Dieses Mal werde ich dir eine recht fortgeschrittene Fischfangmethode zeigen. Stell deine Ausrüstung gar nicht erst auf, denn heute gehen wir auf die Pirsch. Pirschen ist ein Begriff, den Angler verwenden, wenn sie Fische in Ufernähe fangen wollen. Aber warum würde man das tun wollen? Wenn ein Fisch aus der Mitte des Sees anbeißt und Angler und Fisch ihre Kräfte messen, dann ist das schon aufregend. Aber stell dir vor, du siehst, wie ein Fisch in Ufernähe nach deinem Köder schnappt. Er steht kurz davor, sich davon zu machen, aber dann schlägst du zu. Das ist das Wesen des Pirschens. Es ist Nahkampffischen. Nun lass uns die Angel auswerfen, um zu sehen, ob wir etwas fangen können. Ach so, das Einer Pirschen. Einer der größten Vorteile des Pirschens ist, dass du nicht auf einen Angelpfahl limitiert bist. Er steht dir frei, um den gesamten See zu laufen, nach Fischen zu suchen und von der bestmöglichen Position aus auszuwerfen. Versuch es einfach. Lauf bis zum Seeufer und wirf aus. Ja, machen wir. So, halten. Bevor du auswirfst, solltest du aber kurz innehalten und einen Augenblick nachdenken. Wenn du in Ufernähe fischst und versuchst, einen Fisch auf kurze Distanz zu fangen, dann wirst du wohl kaum einen weiten Überkopfwurf benutzen wollen, oder? Diese Methode ist hier unpassend. Stattdessen solltest du es mit einem Unterarmwurf versuchen. Das ist ein kurzer Wurf und ist ideal für das Fischen in Ufernähe. Wurf ändern, drücken. Also L3, um die Wurfeinstellung zu ändern. Der Unterarmwurf funktioniert genauso wie der Überkopfwurf. Halte die Schnur fest und zieh die Rute zurück. Sobald du bereit bist, bewege die Rute nach vorne und lass die Schnur los. Es sieht einfacher aus, als es tatsächlich ist. Ja, hört sich aber irgendwie einfach an. Probier es ein paar Mal aus, damit du ein Gefühl für den Unterarmwurf bekommst. Du kannst übrigens deine Haltung immer noch ändern, wenn du dich auf einen Wurf vorbereitest. Lass uns für diese Übung beim Unterarmwurf bleiben. So, so, und dann zack. Oh, geht doch. Naja. Oh, sieh nur, wie? Dort drüben sind Fische. Schnell, hol die Schnur ein und visiere die Stelle dort drüben an, bevor sie wegschwimmen. Ja gut, wenn du in pluppert ja da. Wenn du angelst, vergiss nicht, im Wasser nach Fischen Ausschau zu halten. Wenn du einen Fisch entdeckst, dann ist das dein Signal. Wirf die Angel dort aus und du hast gute Chancen, dass einer anbeißt. Mensch, da will man gerade reden, da labert er schon wieder. Heftig. So, na, das Tutorial dauert auch nicht ewig. Siehst du sie? Da sind wahrscheinlich ein paar große Fische. Schnell, wirf deinen Köder aus. Mit etwas Glück wird einer anbeißen. Ja, mit etwas Glück. Kann ich jetzt hier? So. Nein, was machst denn du? Oh, hat einer angebissen? Ha, gut gemacht. Wie schon bei der letzten Übung. Behalte die Spannung im Auge und hol dein Ziel ein. So, wir haben ihn. Sieh dir den an. Sieht aus, als hättest du weitere Erfahrungs- und Angelpunkte erhalten. Wir sollten es aber nicht dabei belassen. Lass diesen Fisch frei und versuche, einen anderen zu fangen. Fisch gefangen. Gemeinkarpfen, 2,28 Kilogramm, ja. Hier, Karpfen, ich will aber dieses großen. Dieses Mal bist du auf dich allein gestellt. Ich habe dich alles gelehrt, was ich über das Pirschen von Fischen weiß. Lass mal sehen, ob du dieses Wissen nun umsetzen und alleine einen Fisch fangen kannst. Oh. Schauen wir mal, ob ich das kann. Dann müssen wir das Wasser im Auge behalten.
Kann man eigentlich hier nicht schneller laufen oder so? Nee, irgendwie nicht. Oder vielleicht geht es hier auch im Tutorial nicht. Ja, ich sehe jetzt gerade hier gar keine Fische plätschern. Ich schmeiß jetzt einfach mal hier die Angel da rein. So. Vielleicht kommt hier einer. Wer weiß. Ja. Was ein Glück, hä? Geschafft! Das ist wieder ein sehr schöner Fisch. Leider ist es kein riesiger Brocken, aber diese hübschen Karpfen zu fangen macht trotzdem eine Menge Spaß. Ja, ist gut. Alles klar. Jo, nächstes Level erreicht. So, ich beende das und dann sind es, glaube ich, noch zwei Aufgaben, wo wir meistern müssen. Ja, da haben wir so ein paar Punkte. Locken. Und mehrere Routen, okay. Okay, jetzt geht's ans Eingemachte. Das Ködern mit einer Futterrakete ist das Thema unserer nächsten Übung. Denn sie eignet sich hervorragend dazu, Fische anzufüttern. Lass uns mit den Grundprinzipien des Anfütterns anfangen. Anfüttern ist ein Anglerbegriff, der verwendet wird, wenn ein Angler seinen Köder ins Wasser wirft, damit die Fische ihn essen können. Warum würde ein Angler seinen Köder einfach so hergeben, wenn er nicht an einem Haken befestigt ist? Nun, es ist ein Buffet für Fische. Sie können nicht widerstehen. Was denkst du, würde geschehen, wenn sich ein geschickt platzierter Haken inmitten dieses Festschmauses befände? Die Chancen stünden nicht schlecht, dass bei all dem Durcheinander etwas anbeißt. Darum geht es beim Anfüttern. Jetzt lass es uns ausprobieren. Okay, eine Futterrakete? Wusste ich gar nicht, dass sowas echt gibt. Krass. Begib dich erstmal zu einem Angelpfahl. Dort kannst du dann die Futterrakete anlegen. Ja, man könnte eigentlich auch, wenn man so ein kleines Boot hätte, hinfahren in die Mitte des Sees und dann irgendwie Futter rausschmeißen ins Wasser rein. Würde es ja verschiedene Möglichkeiten geben. Sieh dir jetzt deine Routenauswahl an. Eine Futterrakete sollte nun verfügbar sein. Wähle einfach die Futterrakete aus, um zu wechseln. So einfach ist das. Ja, du sagst es, so einfach ist das. Aber was ist eine Futterrakete? Das ist der raketenförmige Gegenstand am Ende deiner Route. In diesem Gegenstand befindet sich Futter und jedes Mal, wenn du ihn auswirfst und er auf dem Wasser landet, lässt er seine Ladung fallen. Die Rakete sagt jedem Fisch in der Nähe im Grunde, dass das Buffet eröffnet ist. Das ist genau das, was du willst. Versuch es einfach mal. Wirf die Futterrakete aus, wie du es mit einer normalen Route tun würdest. Visier eine Stelle in der Mitte des Sees an. Okay, versuchen wir das mal. Wirft eine Schnur über 10 Meter weit, okay. So, Silvester oder was? Silvester an der Angel. Zack. Scheiße. In der Regel wirft man Köder mehrmals in einem Bereich aus, damit sich dort eine Menge Futter befindet. Der Schnurclip ermöglicht es dir, immer auf dieselbe Distanz auszuwerfen. Der Schnurclip limitiert die Schnurlänge, die sich von der Rolle abwickeln kann. Mit Hilfe des Schnurclips wirst du stets dieselbe maximale Distanz erreichen. Versuch jetzt, den Schnurclip einzustellen. Hol die Schnur ein und wirf zum selben Bereich aus. Okay, Dreieck. Gut gemacht. Ach so. Angeklammert. Und jetzt soll ich genau da wieder hinschmeißen. Müsste dann von alleine gehen eigentlich. Das muss ich noch ein bisschen üben. Hä, ich hab doch losgelassen. Was ist los mit dir? Hallihallo. Du kannst den Clip einfach zurücksetzen, wenn die Futterrakete im Wasser ist.
Ja. Erledigt. Lass uns nun einen Hakenköder anlegen und ihn auswerfen, bevor das große Fressen beginnt. Jetzt kommt der schwierige Teil. Du musst ohne die Hilfe des Schnurclips den Köder zu der Stelle mit dem Futter auswerfen. Ich werde dir einen Trick zeigen, der dir dabei helfen sollte. Du solltest dich so hinstellen, als würdest du den Haken so weit auswerfen wollen wie möglich. Nachdem du ausgeworfen hast, kannst du die Schnur wieder festhalten, um sie zu verlangsamen. So wickelt sich die Schnur langsamer von der Spule, was dir dabei helfen sollte, die Montage dorthin zu führen, wo das Futter ist. Versuch es einfach mal. Führe einen kräftigen Überkopfwurf aus und lass die Schnur los. Halte sie dann wieder fest, um die Geschwindigkeit der Schnur zu verlangsamen. Ach so, ja, ganz raffiniert, ne? Was halten, nachdem du... Ach so, R2 muss man dann halten, okay. Beim Verlangsamen des Wurfs kannst du die Rute zudem seitlich bewegen, um den Wurf in diese Richtung zu führen. Die Methode ist sehr nützlich, um deinen Wurf in die gewünschte Richtung zu dirigieren. Halte. Ach so. Ja, gut. Den Köder führen. Rute nach links oder rechts bewegen. Ja, das war aber ein weiter Wurf. Dieser Wurf ist dir perfekt gelungen. Die Fische haben mit dem Futtern anscheinend noch nicht angefangen. Weißt du was? Du musst nicht mit der Angelrute in der Hand herumstehen und warten, dass ein Fisch anbeißt. Stell sie einfach ab und gönn deinen Arm eine Pause. Jo, das ist eine gute Idee. Ach, ist das nicht besser? Du fragst dich sicher, woher du wissen sollst, ob ein Fisch anbeißt. Mach dir keine Sorgen. Siehst du die Auflage, auf der sich deine Rute befindet? Ein sogenannter Bissanzeiger ist damit verbunden. Wenn der anfängt zu piepen, weißt du, dass ein Fisch angebissen hat. Während du auf einen Biss wartest, könntest du spazieren gehen und sehen, ob in der Nähe Fische sind. Du könntest dich natürlich auch einfach zurücklehnen und die Ruhe genießen. Ja, ich gehe ins Zelt hinein und penne wieder. Laufen wir mal hier so. Oh, hey. Geht doch! Schnell, schnapp dir deine Rute, bevor der Fisch damit verschwindet. Na los, du weißt, was zu tun ist. Hol den Fisch ein. So. Natürlich, dann muss man hier einstellen. Das weiß ich ja mittlerweile. Nur es darf halt nie zu diesen zum blauen oder roten Ausrufezeichen kommen. Oh, das ist ein weiterer schöner Karpfen. Wie ich sehe, hast du den Dreh langsam raus. Mehr kann ich dir nicht über das Anfüttern beibringen. Lass ihn frei, dann sind wir für heute fertig. Ja, wir haben es geschafft, Leute. Ein gemeiner Karpfen, ja, die sind ja alle nur 2,27 Kilogramm, aber gut, es ist ja nur die Akademie. Jetzt kommt, ja, die allerletzte Aufgabe. Und in der nächsten Folge gehe ich einfach mal hin und da werden wir mal, ja, so ein Multiplayer-Game machen. Ich habe gesehen, hier gibt es ja auch Herausforderungen. Vielleicht kann man da auch schnell Punkte bekommen, dass man sich was kaufen kann. Aber das schauen wir uns alles noch an. Turniere gibt es dann gegen KI-Gegner. Sehr interessant. Ja. Ansonsten, jetzt mache ich mal hier noch mehrere Routen. Ja gut, das weiß ich ja jetzt dann. Da kann man dann wahrscheinlich mehrere Routen ausschmeißen und hinlegen. Das ist ja klar. Das ist ja eigentlich wie jetzt, wo wir hier das gezeigt bekommen haben, mit der Route, dass man die ablegen kann und so kann man dann wahrscheinlich die nächste Route nehmen. Heute steht dir eine Übung für angehende Meister bevor. Ich werde dir meine bevorzugte Methode beim Karpfenfischen zeigen. Dafür sind 3 Routen nötig. Das ist die beliebteste Technik beim Karpfenfischen, denn mit 3 Routen steigen die Chancen, etwas an den Haken zu kriegen. Lass uns anfangen. Wenn du mit 2 oder mehr Routen auf einmal fischen möchtest,
dann muss das von einem Angelpfahl aus geschehen. Du brauchst aber auch noch ein paar andere Sachen, bevor du anfangen kannst. Für diese Übung überlasse ich dir meine Ersatzausrüstung. Such dir jetzt einen Angelpfahl und stell deine Ausrüstung auf. Danke, das ist sehr nett von ihm, dass er mir die Ausrüstung leiht. Wenn du mit mehreren Ruten fischst, dann fängst du für gewöhnlich mit der ersten Rute aus deinem Arsenal an. Wenn du die Ausrüstung einer bestimmten Rute ändern möchtest, musst du sie erstmal in den Händen halten. Versuch doch mal, die Ausrüstung der Rute zu ändern, die du gerade in den Händen hältst. So, Schlamm, Schlamm, Schlamm. Und dann würde ich sagen, machen wir mal einen Schwimmer auf den Schlamm. Was ist denn das? Weißbrotkruste? Brotstanzer, was ist denn das? Und Weißbrotflocken, alles klar. Ja, was ist? Ich habe doch ausgerüstet. Oder sollen wir doch hier was anderes holen? Schlammkies? Zwölfer? Ein kleiner Tipp. Ich habe schon ein wenig in dieser Gegend gefischt. Sie ist reich an Schlamm. Wähle also eine Montage und einen Köder, die für Schlamm geeignet sind. Aha. Ja. Gut. Wenn du bereit bist, wirf aus und such nach dem schlammigen Bereich. Wirf aus und such den schlammigen Bereich. Und das ist gut, auch kein schlammiger die erste Bereich. Route ist ausgeworfen. Wechsle nun zu deiner zweiten Route und wiederhole den Vorgang. Vergiss nicht, deine Ausrüstung dem Bereich anzupassen, den du befischst, und wirf aus. Ja, würde ich ja gerne. Hallo? Na gut. Das hier ist ja kein Schlamm da vorne. Naja, egal. Kies, Kies. Und was machen wir bei Kies hin? Dann mach ich einfach mal hier. Lass ich einfach mal die Weißbrotflocken. Schauen mal, was dabei rauskommt. So. Und super. Jetzt sind zwei Routen ausgeworfen. Wechsle zu deiner dritten Route. Diese werden wir aber noch nicht auswerfen. Lauf stattdessen mit deiner Route dorthin. Ich mag diese Methode, weil sie dir erlaubt, zwei Routen im Wasser zu haben und gleichzeitig auf die Pirsch zu gehen. Vergiss aber nicht, dass du dich nicht zu weit von deinen Routen entfernen darfst. Ansonsten werden wir diese entfernen. Oh, sie sind ja ganz streng hier. Darf ich nicht so weit weggehen, sonst ist alles weg. Augenblick! Hörst du das? Schnell zurück zu deiner Route. Da beißt etwas an. Ja, ich hör's. Dankeschön. Ja, Fisch am Haken. Hol ihn ein. Ja, wird gemacht. Ich hol ihn ein. Wenn ich's hinbekomme. Komm schon. Aber nach einer. Behalte die Kontrolle. Ja, ist ja gut. Jetzt laber nicht so viel. Ich muss mich konzentrieren. Ich bin Anfänger. Upsala. Muss ich aufpassen. Na komm schon. Ja, da braucht man ein bisschen Geduld anscheinend. Oh, da ist er ja schon. Super. Ah, geht doch. Was für ein glorreiches Ende für unsere Übung. Das sieht nach einem hübschen Karpfen aus. Das beweist, dass man mit mehr Ruten bessere Chancen auf mehr Fische hat. Wir sollten diesen Fisch jetzt freilassen. Das war's dann für heute. Ist super. Das ist sehr gut ja, Leute. Gelaufen. Kompliment. Ja, ist gut. Alles klar. Wollen wir gar nicht hören. Wir haben es geschafft. Wir haben die Punkte. Jetzt haben wir 1825. Jetzt gehen wir mal noch zum Angeladen, da kann es ja richtig losgehen im nächsten Part. Jetzt muss ich aber jetzt hier erstmal schauen. Das hier ist ja das, was wir haben. Ich habe natürlich auch so ein bisschen gelesen und die Boilies hier, also diese Boilie da, die sollen sehr gut sein, da steht ja auch.
Karpfen können ihren Geschmack nicht widerstehen. Ja, anscheinend diese hier sind sehr gut, aber da muss man sich erstmal hinarbeiten. Was ist denn das hier? Für Hakenköder. Okay. Blowback, Rigggröße. Naja, umso niedriger, umso größer ist ja der Haken. Das habe ich jetzt mittlerweile auch schon mitbekommen. Na, da muss man aber erstmal sich hinarbeiten. Was ist denn das hier? Das ist ein Zehner. Eignet sich ideal für verschiedene kleine und mittelgroße Fische wie Brachsen, Schleien, Rotaugen und Karpfen. Ja, ich habe ja hier den. Ja, das ist für kleine Fische. Das Fangen von kleinen Fischen in großen Mengen. Da würde ich sagen, hole ich hier mal diesen noch mit. Weil das ist ja auch für mittelgroße Fische. Wie zum Beispiel auch Karpfen. Da hole ich den natürlich auch jetzt. Nee, das will ich nicht. Ich hole hier mal diese Maiskörner. Vor allem für Schleien, Brachsen, Karpfen und Rotaugen. Mit zwei Körnern kann man auf gut auf größere Fische abzielen, ja. Aber ich möchte auch so ein bisschen in diese Richtung hier. Ah, das hier ist auch ein Boilie, ne? Ja, da müssen wir in diese Richtung hier so gehen. Oder ist es da etwas günstiger, wenn wir hier in diese Richtung gehen? Was ist denn das eigentlich für einer? Das ist ein Schwimmer. Und hier... Oh, ich muss ja hier ein bisschen runtergehen. Senken, senken und Schwimmer. Ja, ich würde sagen, wir gehen dann in diese Richtung hier. So. So machen wir das. Wir gehen hier so rüber. Ich werde jetzt mit euch im nächsten Part, gut, ja, da ging jetzt noch ein bisschen länger, das war jetzt halt eine Ausnahme, ansonsten versuche ich immer so bei 15 bis 20 Minuten zu lassen. Jetzt sind wir halt ein bisschen drüber. Einzelspieler, ja, hier sind die Herausforderungen. Da werden wir uns mal damit beschäftigen mit einer, vielleicht hier Trefferattacke. Übertrifft die vorgegebene Punkte, indem dein Köder innerhalb der Punkteringe landet. Ja, das hört sich ja mal ein bisschen interessant an. Da würde ich dann mal die ersten 5 Minuten das machen. Und dann danach würde ich mal in einen Mehrspielermodus reingehen. Turnier weiß ich jetzt noch nicht, ob ich mir das zutraue. Oder wir machen dann ein Turnier. Was gibt's denn da so? Gesamtfänge. Ach so. Gesamtfänge, Gesamtgewicht. Also hier dann, wie viel Fische man fängt. Und da, das muss man dann erst noch freischalten. Sehen wir das uns mal einfach im nächsten Part an. Ich hoffe, euch gefällt es, Leute. Ich muss jetzt hier erst warm werden, was Fischen angeht. Ich habe das ja vorher noch nie gemacht.